Wir sind eingeladen und wir feiern im Namen des dreieinen Gottes, Vater, Sohn und Heilige Geistkraft. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Ein besonderer Tag, 31.10. Gedenktag der Reformation. Und 2021 ein Sonntag, ein Fest, Reformationsfest. Wir feiern ohne biblischen Bezug. Wir feiern ein historisches Ereignis, eine Ausnahme in unserer Kirche. Liturgisches Rot, ein Fest der Kirche, die lebt und webt im und durch den Heiligen Geist. Davon wollen wir singen. Erbarmen und
wollen ihm unser Lob singen. Thank you.
Als Jesus das Volk sah, ging er auf einen Berg und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, denn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt. Es wird euch im Himmelreich reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Ehre sei dir, Herr. Thank you.
Essen an das Portal der Wittenberger Schlosskirche. Seine Bühne sollte die Gemeinde sein, sowas wie wir heute hier. Klugerweise hat das Mönchlein geschickt einen Tag gewählt, an dem eine besonders große Zahl Menschen zu erwarten war, denn am Allerheiligentag würde es einen sehr guten Kirchenbesuch geben. Wie hältst du es mit der Religion? Jede und jeder von uns hat Antworten. Meist und wahrscheinlich nicht eine und auch nicht ein Leben lang die gleiche. Denn diese Antworten werden gespeist von unseren Erfahrungen, aus denen sich unsere Lebensgeschichten zusammensetzen. Wie hältst du es mit der Religion? Jetzt ein Versuch. Ich lasse mich leiten von den Liedversen Martin Luthers. Den ersten Vers haben wir gerade gesungen. Sie haben den Text vor sich. Martin Luther bietet uns hier Bilder aus der Realität seiner Zeit an. Burg, Waffen. Wir verstehen diese Bilder noch. Aber eine Burg ist für uns heute nicht mehr der Inbegriff von Schutzraum, wo man sich hinflüchten kann, und auch nicht der Ort, von dem aus ein bestimmtes Gebiet, möglichst gut, regiert, auch verteidigt wird. Eigentlich sind Burgen heute Baudenkmäler oder Playmobil-Spielzeug. Und Waffen? Kriegswerkzeug. In unserer Welt gibt es viel zu viele. Und es werden durch die Zeiten bis heute damit viel zu viele Glaubenskriege geführt. Also das Lied abschaffen? Um Gottes Willen. Nein. Aber genau hinschauen und verstehen, was der Dichter Luther sagen will. Eines seiner wichtigsten Worte heißt sola fide, allein aus Glaube. Glaube bestimmt unsere Beziehung zu Gott, denn er hilft uns frei aus aller Not. Für diese Beziehung brauchen wir Bilder, Vorstellungen, denn so funktioniert unser Hirn. Da oben laufen Dia-Shows. Für den mittelalterlichen Menschen waren Burgen gut sichtbare Orte, wo man Hilfe erwarten konnte, wo der saß, der über den eigenen Lebensraum bestimmte. Allein aus Glaube die Beziehung zu Gott leben, heißt sich am Ende aller weltlichen Probleme, so groß, so schwer sie auch sein mögen, Glauben auf Gott zu verlassen. Es wird schon alles gut werden. Das war vor 500 Jahren nicht leicht und ist es auch heute nicht. Und ich wette, die meisten von Ihnen denken jetzt sowas wie Corona. Ja, ich glaube, dass alles gut werden wird. Und wenn ich da unten auf den Altar einen Krug für Wasser gestellt habe, als Bild für dieses sola fide, allein aus Glauben, dann will ich damit sagen, ich bin und jeder von uns ein Glaubensgefäß. Das braucht der Glaube in der Welt. Uns braucht
Gott, damit wir unseren Glauben weitergeben, mit unserem Glauben argumentieren. Denn Gott sprach am Anfang, siehe, es ist alles gut. Und dieses Versprechen hält er bis zum Ende, bis hinein in die Ewigkeit. Ich glaube das. Und ich habe keine Sorge, dass der Krug leer wird. Denn im letzten Kapitel der Bibel steht, wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich will. Wir singen den zweiten Vers. Wenn Menschen abfällig behandelt werden
wenn die Mitwelt zerstört wird, wenn Unwahrheiten, Fake News verbreitet werden. Gott sei Dank schenkt Jesus Christus mir Herzensweite, die ich besonders brauche, wenn ich mich über jemand ärgere, dummes Gerede nicht verstehe, wenn ich über die Arroganz anderer und manchmal auch über die eigene stolpere. Es wird heute ein besonderer Moment sein, wenn mein Kruzifix wieder in meinem Flur hängt. Wir singen den dritten Vers. Geschaffen
seinem Bilde. Er hat mich im Blick und er will mich mit seiner Liebe erreichen. Immer wieder und immer wieder neu. Singen wir in dieser Gewissheit den vierten, den letzten Vers. Sonntag
der Gottesdienst. Von Gott geliebte, ausnahmsweise war die Predigt heute nicht an einem Bibelwort ausgerichtet. An diesem besonderen Tag unserer Kirche habe ich die triumphalistische Reformationshymne zur Grundlage gemacht. Sie ist einerseits ein zeitgebundenes Dokument. Manchen ist der Text heute fast unerträglich, aber der Text zeugt von einem persönlichen Vertrauen, auch in einer Extremsituation, und kann uns immer noch ein vielleicht widerspenstiger, aber bereichernder Gesprächspartner sein, dem Sola Fide, dem Solus Christus, dem Sola Gratia und Sola Scriptura ist zusammenfassend ein fünftes anzufügen. Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Kirche ebenfalls hier in der Hugenottenkirche. In diesen Tag und diese Woche begleitet uns ein Wort aus dem ersten Korintherbrief. Einen anderen Grund
kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und nun lasst uns beten. Gott, wir hungern nach Zeichen von dir. Du gibst uns Brot, das wir teilen können. Dafür danken wir. Bewahre deine Güte, dass sie nicht verdorben werde unter uns. Denn darum bitten wir dich. Die Verbitterten, lass ein Wort hören, das ihnen Wege zeigt. Den Schuldigen lass Vergebung begegnen aus unserem Mund. Die Hartherzigen lass Liebe erfahren. Bewahre uns und diese Welt davor, dass Hungrige hungern nach unserem Überfluss, und öffne uns die Hände. Befriede die Welt durch unseren Willen zum Frieden und belebe unsere Kirche durch unsere Bereitschaft zu tun, was du willst, dass sie etwas sei zu deinem Lob. Amen. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Heiligkeit und in Ewigkeit. Amen. Auf dich und gib dir seinen Frieden.